Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phasmophobia mit dem Lukas. Hallo! Und mir, dem Max. Es gab ein Update. Neue Map? Wir haben eine neue Map, das ist das Prison. Und wir haben das leider auf Profi. Also ich bin mir nicht sicher, wie lange wir hier überleben, aber mal schauen, vielleicht wird es auch nur ein 2-Minuten-Video. Ja. Aber können wir jetzt eigentlich da schon nach Orbs gucken? Ach, Scheiße. Auf jeden von diesen 12 Räumen ewig lang gucken. Ja, das kann lustig werden. Zumindest ist es ein Thermometer und das Buch vielleicht. Ja, es wäre geil, wenn man eigentlich... Nee, Buch. Ja, oder... Ja. Also UV oder Buch? Ich sage Buch. Oder eine Videokamera. Buch ist vielleicht besser. Okay, dann nehme ich halt das Buch. Ja, wo geht's da rein? Gute Frage. Hier, also der Schranke. Das ist ja schon mal gut, wenn man nicht mal weiß, wo es reingeht. Warte mal, hier ist eine Tür. Aber hier geht's. Ich glaube, bei dir geht's. Ja, ich glaube auch. Also, ja, hier ist noch nichts zum Aufsperren, also geht's auch noch nicht. Achso, ja, ist ja wurscht, wir haben eh keine Zeit. Boah, da wackelt schon der ganze Zaun, das ist ja... Ja. Ich hab Angst. Sie geht nach außen auf. Ah, fuck it. Hallo? Hallo? Ich fang nicht gleich an zu reden. Warum kann er nicht hier sein? Hier wär's doch super. Ist ja geil, ja. Schon eine Tür gehört. Da drüben ist, da vorne ist nochmal ein Raum, gell? Rechts. Direkt neben der Tür. Ah ja, schau mal, da ist er. Boah, das ist gruselig hier. Aber das sieht noch nicht so verlassen aus wie zum Beispiel das Asylum oder so. Ja, stimmt. Ah, hier geht's nach oben. Ich höre die ganze Zeit schon Geräusche. Ich verliere meinen Verstand. Zellentrakt. Also hier hat es nur 13,8 Grad, aber das ist, glaube ich, normal hier. Ja, hier jetzt wieder 15. Warst das du gerade? Also hier hinten ist viel kälter, gell? Ich höre ja die ganze Zeit Geräusche. Also jetzt hat es wieder 16 Grad. Also nur da vorne, wo wir reingekommen sind, hat es mal so 14 Grad, 13 Grad. Und das reicht nicht. Ja, das reicht. Ja, das war echt schon groß. Das ist echt gruselig hier. In den Zellen kann man sich auch nicht verstecken, oder? Hast du gehört? Nee. Also hier schwankt die ganze Zeit die Temperatur zwischen 13,4 und 16 Grad oder 18 Grad. Das
Ja, ich auch. Was? Ja, ich hab's auch. Gerade ganz hinten natürlich. Ja. Kantine hier, oder? Ja, das höre ich auch. Da hat es jetzt gerade 20 Grad in der in der Raum, wo wir gerade waren. Was? Ich dachte es mir auch gerade, mich hat es auch gerade ordentlich gerissen. Schon wieder was gehört. Also es kam auf alle Fälle von hinten, da wo wir gerade waren. Ja, schon irgendwo da die Richtung. Das hilft ja nichts. Oh ja, ist das groß. Das ist, glaube ich, zu groß für zwei Leute. Rechts gleich den Raum. Ich schaue, wie man jetzt über die Kantine kommt. Ich glaube, da vorne. Das ist Geräusch irgendwie lauter. Ah ja, hier. Ja, ich hab's auch gehört. Oh, oh. Draußen, ich bin rausgekommen. Oh Gott. Oh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir gerade geht. Ja, ich komme. Das Licht flackert immer noch. Wo bist denn du? Wo bist du hingelaufen? Ich war immer nach oben. Bin oben geblieben.
Ich höre gerade Schritte, aber ich weiß nicht wo. Hinter der großen Stahltür mal reinkommen. Ah ja, da bist du glaube ich auch. Jetzt komm erstmal raus. Oh Gott. Toll, wir haben einfach gar nichts. Ja, und ich hab den so laut gehört, der ist bestimmt in der Kantine. Der ist bestimmt in der Kantine, Max. Guck mal kurz Sanity und Aktivität an. Ja. Hast du. Hat deine Taschenlampe auch geflackert? Ja. Ich war ja nicht still. Ich bin dann wieder auf diesen Balkon gegangen. Ich bin einfach weggelaufen. Ich dachte mir, weglaufen ist immer kacke, deswegen bin ich auf diesen Balkon wieder zurückgegangen. Weil ich die Tür zu machen, habe ich die Tür nicht gefunden. Dann habe ich einfach. Ja. Schau mal die Sanity an. Toll. Wir waren nicht mal Zeuge eines. Was ist denn? Wir waren nicht mal Zeuge eines Geister-Events. Ich weiß noch, wo hier die Kantine ist. Da. Ja, können wir doch jetzt einfach also noch drauf. Ich glaube, dass er da drin ist. Da können wir doch jetzt einfach nach Orbs gucken. Ja genau, deswegen habe ich's. Genau, kurz mal gucken. Oh Gott, ich zitter immer noch, ey. Das war jetzt zu viel. Oh, Alter. Was haben wir denn die Map jetzt ausgewählt? Eigentlich wollen wir es nur ausprobieren. Ja, aber jetzt haben wir ja das Video schon aufgenommen. Ich weiß. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir bei den voreingestellten Kameras, ob wir da auch Orbs sehen, ehrlich gesagt. Ja doch, sieht man schon. Ich hab da auch schon eine Haustürkamera auch gesehen. Okay. Aber wir müssen auf jeden Fall die Pillen essen. Mal jetzt mal. Ja, warte noch, erst kurz bevor wir wieder reingehen. Ja. Ja, gehen wir wieder rein. Ich glaube, ein zweites Mal laufen wir dem nicht weg. Nur so nebenbei, aber. Bye. Jetzt soll er nicht weglaufen, sonst hier verstecken vor ihm. Ja, aber wo soll man sich denn da verstecken? Das ist ja das Nächste. Ja, du sollst einfach in irgendeinen anderen Raum reingehen und die Tür wieder zumachen. In die Ecke stellen, hinten und Taschenlampe aus. Mit Blick zur Wand. Die Schritte sind so nah an mir vorbei, ich sag's dir. Der muss da irgendwo sein. Ich glaube, der ist auf dich gegangen, deswegen. Ja, was? Warte mal, soll ich Räucherstäbchen mitnehmen? Anstatt. Ja, anstatt ein Thermometer, das machen wir. Nein, will ich nicht machen. Will ich nicht machen. Wir müssen erstmal einen Raum finden. Und dann müssen wir detektieren, welcher Geist es ist. Und wenn du gleich mit Räucherstäbchen reingehst, ja, aber dann ist er weg. Aber dann können wir es wenigstens überleben. Wir können es auch so überleben. Okay. Ich habe schon Let's Plays gesehen, da haben die das Asylum nicht überlebt. Einfach mit in die Ecke stellen, Tür zu und Licht aus. Ich habe jetzt das UV-Licht mitgenommen, gell? Weil dann müssen wir mit dem Buch, da müssten wir zweimal rein. Okay. Oh. Bin ich da oben. Freunde, der Typ hier macht mich fertig. Der macht mich fertig. Wer ich? Warum denn jetzt ich? Weil ich nur wegen dir dieses Spiel spiele. Ich spiele nur wegen dir? Wieso spielen wir es dann überhaupt? Die letzte Folge ist erstmal ein super sauberes Spiel für den Mittwoch. Das ist vielleicht ein guter Plan. Aber ich suche auch immer noch. Wir müssen links einfach nur, gell? Wo läufst du lang? Ich glaube, dass er eine Kantine ist. Wollte ich jetzt mal durchgehen. So. Deck mich an. Das ist blöd.
Okay, jetzt wieder. Ob es jetzt wieder geht, aber ich höre ja schon wieder Sachen. Ja gut, EMF muss ja nicht unbedingt sein. Was sagst du? Temperatur ist überall ganz normal. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Da vorne ist auch noch mal ein Raum. Wir haben da vorne den Raum noch nicht durchsucht, gell? Wir waren da vorne. Komm mal mit. Hier vorne links, der Raum. Alles klar, die Krankenstation. Da geht's noch weiter. Ja. Na, hier ist nichts. Alles ganz normale Temperatur. Ja, ja. Gehen wir lieber links, oder? Ja. Und hier auch wieder links, oder? Ja, ja. Easy peasy. Hast du nee. Nee, nicht so. Ich hab auch kein Herzklopfen gehört, also wie es normalerweise ist, wenn er nicht angreift. Das hast du nur, wenn du ihn anschaust. Ach so. Mich macht das fertig, ey. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Nein.
Ja. Das ist keine Geige. Ja, das sind, glaube ich, die Gitterstäbe und so. Oh. Ich gehe da nicht mehr rein, vergiss es, Alter. Das ist unmöglich zu zweit. Ich gehe da nicht mehr rein. Jetzt haben wir es dreimal. Ich habe die neue Map gesehen. Ja, es reicht. Also jetzt haben wir es dreimal überlebt. Wir müssen unser Glück nicht herausfordern. Ja, relativ unspektakulär jetzt, aber für uns viel zu nervenaufreibend. Viel zu nervenaufreibend. Ja. Also ja. Ich kann für euch zur Info, ich kann dabei versuchen, uns ein Team. Oh, ich bin rein, wo ist denn hin? Schau dir mal die Sanity. Ein Team ranzuschaffen. Und wenn es klappt, dann kommen wir wieder mit Fassophobia. Mehr Leute können wir wieder nochmal angucken. Schreib in das Buch! Schreib in das Buch! Ich habe ja gehofft, vielleicht. Ich habe ja gehofft, vielleicht geht's ja sogar hier im Van. Das passiert ja auch manchmal. Oder sollen wir nochmal. Sollen wir noch ein bisschen German Pussy machen? Das können wir auch machen. Aber die Tür geht nach außen auf, gell? Also das könnte ein bisschen komplizierter werden. Und wir haben nur eine Kamera, also ich kann mit der Kamera nichts tun. Müsst ihr ein Foto von ihm machen? Ich habe ja keine Kamera. Ja. Aber ja, ich. Ja, aber ich wollte mal eine Frage. Aber ich nehme Räucherstäbchen mit. Falls ich drin eingesperrt werde. Warum kein. Was? Warum kein? Ja, alles gut. Das ist ein kurzes Pixel, das geht ja gar nicht. Ja, ein Jagdmodus ist. Ja, und außerdem nehme ich das Räucherstäbchen nur, falls ich eingesperrt werde, dass ich dann da drauf drücke. Aber wo gehen wir denn hin, wenn die Tür zumacht, dann ist es zu. Ja, das, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich. Ah, das ist vielleicht die neue. Vielleicht haben sie unser Video gesehen, ja. Und haben sich gedacht, das fixen wir jetzt. Ist eingegangen. Warte mal, stell dich mal neben die Tür. Also außen neben die Tür. Ja? Ja, die krieg ich schon zu, oder? Die drückt dich dann rein. Ja, ich weiß nicht. Ja. Okay, nee, das ist mir zu. Muss ich hier stehen? Das ist mir zu riskant. Ja, vor allem, also, ich glaube, zu viert oder so, also die empfohlene Teamgröße für die Map ist ja eh 3 Leute. 3, echt? Ja. Aber wie soll man das. Ist ungefähr, die ist so. Ja, die ist auf dem gleichen Level, glaube ich, wie. Die Schule. Oh, nee, echt. Also, mir geht's grad. Ich bin gerade richtig fertig. Okay, wollen wir irgendwas auswählen? Ja, ich schaue jetzt mal gerade, es gibt auch einen, der die Stärke hat, dass er besonders den Verstand senkt. Das ist das Phantom. Den glaube ich, dass es das Phantom ist. Ja, okay, dann nehmen wir halt Phantom. Ausgewählt! Warte, nein. Oder Juraj. Juraj haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Ja, dann Juraj. Okay, kann ich? Achso, ja, stimmt, mein Phantom ist halt. Nee, warte. Phantom ist halt, wenn man das anschaut. Juraj. Okay. Gut. Schnell weg hier. Ich hätte beim ersten Mal nicht auf Profi machen sollen. Ja, aber wenn es nur das gab, kann man ja nichts machen. Ja. Ah, das war ein Phantom! Oh, der. Ah, der Lukas. Oh, Lukas, es war ein Phantom! Scheiße. Naja.
Okay, danke fürs Zuschauen. Wir haben uns auch hier ja, die neue Map vorgestellt. Lasst uns ein Abo und ein Like da, dann seht ihr vielleicht auch, wie wir die mal zu viert machen. Und genau. Frohes neues Jahr dann. Guten Rutsch. Genau, guten Rutsch. Macht's gut. Ciao. Ciao.